Hallo und herzlich willkommen bei 163 Grad. Ja, ich bin hier in Stuttgart. Hinter mir das Porsche Museum und ich drehe es mal um. Da ist es. Porsche Museum. Kennt ihr aus dem Porsche Werbespot The Heist? Hier ist der Porsche Platz mit dieser Skulptur mit den 911ern hier oben drauf. Sehr eindrucksvoll. Es ist ein Kreisel mit so einer Skulptur drauf. Nennt sich Porsche Platz, Porsche Museum. Porsche Niederlassung Stuttgart und Porsche Werk. Ja, und hier hole ich ein Auto ab. Und was ist es wohl? Na klar, ein Porsche. Der Porsche Taycan Turbo S. Ja, und hinter mir steht er, mein Testwagen für die nächste Woche, ein Porsche Taycan. Und zwar nicht irgendein Porsche Taycan, sondern da muss ich einen ganz, ganz herzlichen Dank aussprechen an Porsche, an die Testwagenabteilung, dass sie es ermöglicht hat, dass ich nicht nur einen Porsche Taycan bekomme, sondern einen ganz besonderen. Den habe ich schon in einem Test mal gesehen und habe gefragt, wenn, dann hätte ich gern den. Und es hat geklappt. Guckt euch mal an. Porsche Taycan Turbo S und dann mit 163 Grad. Das ist quasi schon meiner. 163 Grad testet den Porsche Taycan Turbo S mit der 163 auf dem Nummernschild. Mehr geht doch nicht, oder? So, jetzt geht's auf nach Hamburg. Zunächst mal Richtung Autobahn. Die Navi hat für mich geplant. Was ich noch nicht raus habe, was bei Tesla ja so ganz schön ist, dass man sich schon mal die Übersicht so ein bisschen anschauen kann. Die Planung ist hier aber erstmal zum nächsten Ladestopp, das ist eine Ionity-Ladestation zu fahren und dort den Wagen aufzuladen. Und mal gucken, wie er das macht. Verlass mich da ein bisschen auf ihn. Ionity Riedener Wald wäre das. Und genieße erstmal so die ersten Meter im Porsche Taycan Turbo S. Das Fahrzeug steht im Moment vom Fahrmodus her auf Normal. Es gäbe noch Range. Er hat mir vorgeschlagen, wenn ich auf Range fahre, könnte ich ein bisschen sparen und wäre ungefähr eine halbe Stunde schneller zu Hause. Ich sag mal, normalerweise würde ich dann sagen ja. Heute sage ich mal nein. Ich will nicht in Range fahren. Und die halbe Stunde, die nehme ich dann auch noch gerne in Kauf. Also die ersten Meter, was auffällt, das Auto ist, das ist einfach. Das ist ein Porsche, kann man nicht anders sagen. Das Auto ist unheimlich leichtfüßig unterwegs. Das Fahrzeug wiegt ja leer 2,3 Tonnen. Und davon ist überhaupt nichts zu merken. Es ist unheimlich agil, unheimlich leichtfüßig. Tolles Fahrwerk. Du merkst überhaupt nichts hier von der Straße. Unglaublich. Sitzposition ist sehr tief. Die Kotflügel vorne kommen so wie zwei Wülste raus. Das ist ja dieser typische Porsche-Look, den sie seit dem 911 immer wieder haben und jedem Auto verpasst haben. Der Panamera hat es und eigentlich hat es jeder Porsche und dieses Fahrzeug hat es selbstverständlich auch. Dadurch, dass ich vorne nichts mehr habe, geht die Haube sehr steil runter und ich gucke über so zwei Wülste nach draußen. Ich sehe die beiden vorderen Kotflügel, die sehr stark ausgestellt sind. Zeige ich euch dann in Ruhe nochmal von draußen. Tempolimit, sollte man sich natürlich dran halten. Ja, jetzt erstmal ein Gefühl kriegen, so auf den ersten Metern und dann, wenn hier die Geschwindigkeitsbeschränkung aufgehoben ist, dann geben wir auch mal ein bisschen Gas, oder? Ja, doch, denke schon. Dafür machen wir es ja. So wie die Verkehrslage es zulässt. Wir wollen hier niemanden in Gefahr bringen, mich selbst nicht und alle anderen auch nicht. So, jetzt ist die Geschwindigkeit aufgehoben. Allerdings ist es relativ voll. Und da vorne ist schon wieder 120. Lohnt nicht. Muss man einen klaren Weg warten, oder? Nee. Ja, macht keinen Sinn. So einen kleinen Augenblick warten. Aber ich sag mal, so jetzt 140 oder so, das merkst du überhaupt gar nicht. Es ist super, super leise in diesem Auto. Unheimlich tolle Geräuschdämmung. Fahrwerk ist jetzt schon eine Wucht, muss ich ehrlich sagen. Bin in keinster Weise im Grenzbereich oder sowas, aber das ist ein traumhafter Kompromiss zwischen sportlich straff und direkt und gleichzeitig doch enorm komfortabel. Ich schwebe hier irgendwie über die Straße, ohne dass ich aber das Gefühl habe, die Kontrolle über das Auto nicht zu haben. Das ist wirklich, boah,
Zucker. Wirklich ein Traum. So, Lenkverhalten. Also man kann erahnen, was man mit diesem Fahrzeug machen kann, wenn man das richtig drauf hat und dieses Fahrzeug auch richtig im Grenzbereich bewegt. So, ich fahre immer noch im Normalmodus. Könnte noch auf Sport gehen. Oder auf Sport Plus. Dann reizt da alles aus. Jetzt kommt auch dieser Sound, dieses leichte akustische Geräusch da drauf. Er verändert meine Ladeplanung, weil ich im Sport Plus Modus mehr verbrauche. Das Fahrzeug sinkt zwar tiefer, aber ist natürlich jetzt alles scharf, was nur scharf sein kann. Und der Wagen macht dieses tolle Soundgeräusch, wenn man fährt. Das ist unglaublich. Haben Sie toll hingekriegt. Ja, also hier ist, wie gesagt, voll. 17 Kilometer muss ich noch fahren auf dieser Autobahn. Und dann gucken wir mal, ob es da ein bisschen leerer ist. Gar kein Problem. Kurz auf 180. Gar kein Thema. 260 Stundenkilometer sind hier möglich. Ohne Worte. Ja, das ist, tut mir jetzt leid, wollte ich gar nicht. Das ist Porsche Überholprestige, muss man wirklich so sagen. Es gibt viele Autos, die so schnell sind. Ein Porsche, das Fahrzeug der Taycan ist als Porsche zu erkennen, ist im Rückspiegel für die allermeisten als schnell sofort klar. Diese Fahrzeuge haben unglaubliches Überholprestige. Da gibt es keine zwei Meinungen. Kommt man sehr gut an anderen Autos dran vorbei. Und wieder 120. Lohnt alles gar nicht. So, wieder runter. Schön rekuperieren auf der Bremse. Porsche Taycan ist kein Auto mit diesem One-Pedal-Feeling. Das heißt, Porsche hat sich hier bewusst gegen so eine Rekuperation auf dem Gaspedal entschieden. Wenn ich den Fuß vom Gas nehme, dann segel ich. Ich kann mir auch ein bisschen Rekuperation einstellen, aber nur ein bisschen. Das ist nicht wie bei Tesla oder wie beim i3 oder so. Und das ist von Porsche auch nicht so gewollt. Sondern ich muss die Bremse treten. Das Fahrzeug rekuperiert auf der Bremse. Und wenn ich bremse, ist eine Rekuperationsleistung von über 260 Kilowatt Leistung möglich. Wenn man das Auto aus 200 Stundenkilometern auf null abbremsen würde, hat man 4 Kilometer Reichweite dazu gewonnen. So krass kann ein Porsche Taycan rekuperieren. Ja, ich fahre mal wieder auf normal. Müsste eigentlich reichen. Lasse mir hier nochmal wieder Informationen. So, egal. So, auf geht's. Was mir so ein bisschen fehlt noch in dieser Navigation hier, ist die Übersicht. Bei Tesla kannst du dir so die ganze Karte anzeigen lassen, von Hamburg bis Stuttgart mit den eingetimten Ladestopps. Hier siehst du irgendwie immer nur einen Teil. Will ich noch was machen? Nordweisen, 3D-Karte will ich nicht und Nordweisen. So. Und Reichweite ist auch drin. Dann kann man ja hier vielleicht noch ein bisschen den Maßstab nachher einstellen. Guck ich mal. So, los geht's. 185. Und der geht bei 200 wie die Feuerwehr. Woran ich mich gewöhnen muss, ist echt dieses Segeln. Also nicht rekuperieren. Aber es macht bei dem Auto durchaus Sinn. Okay, trotz der Winterreifen musste ich das Thema Vollgas dann doch noch einmal kurz ausprobieren. Es ist schon enorm, wie der Taycan Turbo S auch bei Geschwindigkeiten von über 200 km/h noch durchlädt. Und bei rund 266 nach Tacho ist Schluss.
Auf dem Streckenteil waren die Möglichkeiten zum Schnellfahren aber sowieso sehr begrenzt. Hier geht es zum Beispiel quer durch Würzburg, was zumindest mit einem E-Auto effektiver ist, als auf der Autobahn um Würzburg herumzufahren. Dann ging es zum ersten Ladestopp an die Autobahnraststätte Riedenerwald Ost, an den IONITY HPC-Lader. Hier fiel mir auf, wie viel Zeit man doch verlieren kann, bis man wirklich an der Ladesäule steht, den Stecker drin hat und der Ladevorgang beginnt. Aber seht selbst. Das hier ausgedacht hat, diese Verkehrsplanung hier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt stehe ich hier an der Raststätte Riedenerwald. Ich zeige euch das mal. Hier stehe ich mit dem Porsche Taycan Turbo S an einer IONITY Ladesäule. Das ist schon ein heißes Geschoss, oder? Winterreifen drauf. Normal sind da diese Carbon Airblade Felgen drauf. Willkommen bei IONITY. Jawohl, vielen Dank. Machen wir gleich. Wir nehmen mal hier. Erstmal machen wir die Ladebuchse auf. Das geht ja mit so einer Wischbewegung. Wunderbar. So, dann nehmen wir mal den Stecker raus. Das ist nicht so einfach mit der Kamera in der Hand. Und gucken mal, wo stickt das Teil. So, klack, da ist es drin. Der Akku ist noch voll. So, zum Autorisieren Karte ranhalten. Machen wir auch und los geht die wilde Fahrt. Der Akku hier ist nicht leer. Ich bin zwar ziemlich gegeigt hierher, aber im Grunde genommen ist noch genügend drin. Ich müsste auch nicht laden, aber die nächste Schnellladestation ist zu weit weg, sodass ich hier tatsächlich laden muss. Auch wenn ich noch ungefähr 70 Kilometer Restreichweite im Akku habe. So, bitte warten, bitte warten. Bitte warten. Okay, hier passiert nichts. Gehen wir mal zum Auto. Doch, jetzt halt. Guck mal. So, hier läuft er hoch. Also, wie gesagt, Akku ist nicht leer, sondern ich habe noch da 27% State of Charge. Und er läuft hoch. Trotz 27% State of Charge. 100, 200 drüber.
248 Kilowatt bei 27%, 28% State of Charge. Irre. Absolut irre. Ja, ich zeige euch das nochmal. Hier steht der Wagen jetzt. Haben wir einen Augenblick Zeit. Das ist doch ein irres Geschoss, oder? Hier nochmal die Carbon-Details hier unten. Dann haben wir hier Winterreifen. Normal sind da so Airblade-Felgen drauf, auch mit Carbon. 305er Reifen hinten. Normalerweise die Farbe heißt Mamba Green Metallic. Mamba Green Metallic. Dort auch Carbon-Akzente drauf. Hinten Winterreifen. Was sind das? 285er. Sonst, wie gesagt, 305er. Dahinter eine Carbon-Bremsanlage. Erkennt man bei Porsche an den gelben Sätteln. 42 cm Durchmesser haben die Bremsscheiben vorne. Das ist das Heck. Irre, oder? Ich finde den genial. Go 163. Ja. Und so laden wir hier. So ein irres Teil. So, mal gucken, was er sagt. 199 Kilowatt Leistung bei 34%. Ich lasse ihn jetzt erstmal ein bisschen laufen, denn ich bin möchte eigentlich mit zwei weiteren Ladestopps nach Hamburg kommen. Das hatte ich mir bei Better Route Planner so ausgerechnet. Also, jetzt mache ich erstmal ein bisschen Pause. Genieße hier noch den Anblick. Und ja, dann geht es gleich weiter. So, der Wagen ist geladen. Und wie so häufig ist es nicht das Auto, sondern es war der Mensch. Ich habe was gegessen, ich habe was getrunken und ich habe ein Telefonat geführt. Und damit habe ich hier viel länger gestanden, als ich eigentlich wollte. Und das Endergebnis zeige ich euch hier auf dem Screen von Ionity. Der Wagen ist fast voll, 98%. Er lädt nur noch mit 15 kW. Das ist natürlich alles mager, ist klar. Und ich habe 40 Minuten hier gestanden, was viel zu viel ist. Ich habe 64 Kilowatt geladen und das brechen wir jetzt mal ab. So viel brauche ich gar nicht, aber das ist dann manchmal so. Und nehmen hier raus. So, dann einmal hier rein. Und hier sieht man es nochmal. Tank ist fast voll. 218 Kilometer zeigt er mir jetzt als Reichweite an. Ich bin hier weiter als Gast. Ich aktiviere Porsche Connect. Von mir aus machen wir das. Und Navigation. Und weiter geht's. Dementsprechend hat er auch meine Ladestrategie verändert. Er will jetzt mit mir wohin? Details, noch ein Ladestopp. Was ist das? Da komme ich mit 13% an, aber er weiß nicht, was es ist. Wie lustig. Und dann haben wir hier noch einen Ladestopp. Wäre schön, wenn er mir auch anzeigen würde, wie das denn funktioniert. Die Navigation, so interessant und so süß sie ist. Achso, sie hat keine Online-Verbindung. Das heißt, das aktualisiert. Und im zweiten Teil des Roadtrips seht ihr, wie der Porsche Taycan Turbo S auf der Autobahn richtig Spaß machen kann. Außerdem der Ladestopp in Lutherberg am Ionity 350 kW Lader. Und dann der Super-GAU. Kurz hinter Hannover lockt mich die Porsche Navi zu einem Telekom-Schnelllader, der aber gar nicht funktioniert. Geht der Roadtrip für mich weiter oder ist hier schon Ende? Und in ein paar Tagen natürlich auch noch das offizielle 163 Grad Testvideo und den Porsche Taycan bei Nacht und. Also bleibt dran bei 163 Grad.